Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute würde ich ein neues Format auf jeden Fall anfangen und zwar Road to GC, also Road to Grand Champ in Rumble. Und ja, auf jeden Fall, was das Ganze heißt, ich versuche jetzt hier in, ich sag mal, verschiedensten Teilen, also mehrere Teile wird es auf jeden Fall haben, würde ich auf jeden Fall bis jetzt sagen. Und dann werden wir einfach versuchen, hier Grand Champ zu schaffen. Mal sehen, ob das möglich ist. Ist auf jeden Fall möglich. Kommt ein bisschen auf die Teammates drauf an. Deswegen gleichzeitig jetzt hier auch einmal kurz für Leute, die auch Rumble spielen, beziehungsweise sehr, sehr viel Rumble. Ich spiele auch andere Modus, so ist es nicht, aber auf jeden Fall für Leute, die auch viel Rumble spielen, auch sehr, sehr gut darin sind. Ich sag mal, zwischen Champ 2 und natürlich höherer ist immer okay. Also zwischen ab Champ 2 ist das Ganze auf jeden Fall. Falls ihr ab Champ 2 in Rumble seid, könnt ihr mich gerne adden. Ihr seht da unten links einmal meinen Namen. Oder einfach in die Kommentare schreiben. Könnt ihr auch schreiben, wenn ihr zum Beispiel Champ 1, Division 4 oder so seid. Oder generell. Also müsst auf jeden Fall im Champ-Bereich sein. Sonst geht das auf jeden Fall nicht. Und dann schreibt einfach mal in die Kommentare, falls ihr auch Rumble-Mates sucht. Ich suche auf jeden Fall am besten sogar zwei. Und ja, weil ich habe jetzt noch nicht einige gefunden. Und ja. Ich würde auf jeden Fall wahrscheinlich so in jedem Video zwei Runden haben. Einfach so die Best-Offs vom Spiel zeigen. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in der Runde. Erste Runde jetzt auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall, okay, zwar mal komplett schlecht, einen Season 13. Gut, auf jeden Fall alles random hier in der Lobby. Heißt, es gibt hier kein Team. Das ist schon mal. Okay, ne, den nehmen wir auf jeden Fall direkt mal mit dem Ball. Und hoffen, dass er mit uns kommt. Ne, er kommt nicht mit. Aber er könnte das Tor machen. Er macht das Tor. Schön auf jeden Fall. Hat Spikes gehabt. Ja, in Rumble, ich weiß selbst, ist sehr, sehr viel Luck dabei, aber wenn man das Glück hat, kann man das auf jeden Fall auch zu Grand Champ schaffen. Wenn man so schnell die Items einsetzen, die guten, aber auch nicht schlecht. Okay, jetzt könnten wir das schaffen. Okay, hält ihn. Ja, hat er gut pariert. Okay, der geht auf unser Tor, aber zum Glück nicht rein. Ist auch so eine Map, die mal hinten ist. Okay, wenn wir jetzt einen guten Ball schießen. Ah, er hat ihn. Ja, war aber auch nicht so gut, der Ball. Geht er rein? Ah, okay, schade. Okay, wir probieren was. Wir haben Magnet lang genug. Es wird. Ah, sehr, sehr knapp. Schade auf jeden Fall. Schon wieder hat einer von unserem Team Spikes. Es hat beide Spikes, okay. Ganz schön komisches Item-Lack hier. Also die war schon zum zweiten Mal Spikes. Also das ist jetzt sehr, sehr komisch. Aber für mich ist es gut. Freut mich, dass die beiden schon zum, also dass der Typ schon zum zweiten Mal Spikes hat. Das haben wir nicht mitbekommen. Wobei doch einmal hatten sie es. Okay, der könnte rechts reingehen. Okay, hat ihn aber. Genauso wenig wie ich. Okay, nochmal. Jetzt haben sie Spikes, habe ich gesagt. Ah, wir kriegen den. Jawohl, wir haben ihn. Sehr, sehr wichtig. Okay, das ist natürlich nie so gut, wenn man hier nichts machen kann. Ich wollte ihn eigentlich überhaupt nicht einsetzen, aber irgendwie bin ich da irgendwie drauf gekommen. Aber zum Glück kein Tor. Ich dachte, der Gegner trifft ihn da wirklich und macht das 1-2 dann. Okay, dann. Okay, jetzt vielleicht. Ah, okay, schade. Hätte schon das 3-0 werden können. Ah, okay. Ah. Spikes waren dumm eingesetzt. Wobei sie könnten. Oh mein Gott, das war so schwach. Von meinem Team. Ja, er hat auch einen, hat man richtig gesehen. Aber die haben auch einen. Der kam so unerwartet. Macht auf jeden Fall das 1-2. Hatte ich gerade. Habe ich gerade gesehen. Ich habe Spikes bekommen. Aber der war zu unerwartet, der Schuss. Ja, auf jeden Fall alles am Boost genommen. Dann gehen wir kurz nach hinten. Holen uns Boost. Oh. Knapper Ball auf jeden Fall. Vielleicht könnten wir da was machen daraus. Ja. Geht erstmal noch nicht. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie findet ihr sowas? Also soll ich auf jeden Fall sowas weitermachen hier? So eine Art als Format nehmen oder eher weniger? Gerade noch so gehabt den Ball. Man sieht gar nichts. Ist natürlich nicht so gut. Wenn wir jetzt gegen die Bande schießen. Ja, okay, war zwar einfach keine Power dahinter. Hatten ja auch keinen Boost, deswegen ging das leider nicht. Oh nein, ich glaube, das ist ja das Spikes. Aber wir haben keinen Boost.
Ja. Teleportieren uns mal kurz hier, dann haben wir den Boost. Ja, okay, haben wir. Ich dachte gerade, er hat ihn, deswegen Combat Lost manchmal. Er geht nicht, das ist gut. Ja, komm mal, 20 Sekunden haben wir. Ja, Tornado ist jetzt nicht so gut. Aber den haben wir auf jeden Fall. Oh. Ah, stark. Ah, jetzt aber, ja. Jetzt haben wir es 2-2. Schade. Wird wahrscheinlich in die Overtime gehen. Ich hoffe mal nicht. Weil es dann einfach nur noch ein Luck bestimmt, wer jetzt das bessere Item bekommt. Der hat ihn fast gehabt sogar. Schreibe einfach mal kein Problem. Es war ja auf jeden Fall knapp. Ah, das habe ich mir schon gedacht, dass er ihn irgendwie hat. Deswegen bin ich ja gar nicht hingeflogen. Oh, sehr, sehr wichtig, dieser Block. Und jetzt könnte es vielleicht. Ah, schade. Okay, ich habe ihn, schreibe schon mal rein. Ich würde sagen, wir gehen direkt auf den Ball drauf. Versuchen einen Pass zu spielen, wobei der geht gar nicht mal so schlecht für unseren Teammate. Okay. Bis wir eher treffen müssen sogar. Er geht rein, jawohl. Jetzt schön. Oder Pass auch. Ich weiß jetzt nicht, von wem der Pass kam, aber uns steht halt, dass er einen Pass gemacht hat. Okay, der Pass kam jetzt vom Gegner. Aber wir haben eh nur unser Team steht an. Okay, er hat uns sogar Eigentor gemacht. Er wahrscheinlich sogar nicht mal gegangen. Ja, erstes Spiel haben wir auf jeden Fall hier gewonnen. Ist relativ gut. Ich werde das einfach so machen, dass ich jetzt in jeder, ich sag mal, eine Art Folge zwei Runden mache. Und die dann sozusagen einfach schneide. Aber ich sage, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Runde. Gefunden. Im gegnerischen Team gibt es auf jeden Fall auch ein Zweierteam. Ja, und tatsächlich diese zwei Leute da im Zweierteam waren erst in der Folge. Eine Teammate, den wir jetzt gerade im Team waren, der war vorher im gegnerischen Team. Der war auch gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Okay, da haben sie jetzt gerade sich selbst, ich sag mal, ins Tor geschmissen. Wollen wir nochmal anschauen, was sie da jetzt gemacht haben. Also er wurde erstmal von unserem Teammate ins Tor gezogen und dann einfach, warum auch immer, von ach, das ist ein sehr, sehr komisches Tor. Weiß nicht, warum da dieser Boxhandschuh da war. Ach, mit zwei Punkten gerade, aber unsere Teammates regeln es gerade auf jeden Fall. War einfach ein super Pass, zwei Spiele damit ausgespielt. Ja. Können wir einfach mal schauen. Ihr könnt einfach in die Kommentare euren Namen oder so schreiben. Und dann auch mal schreiben, welchen Rang ihr habt. Den machen wir auf jeden Fall. Sehr schön. Er hat das Tor bekommen, warum auch immer. Wir schreiben da kein Problem, weil bei mir ist es wirklich so. Hauptsache das Tor. Komplett egal, wer das gemacht hat. Also denkt auf jeden Fall dran, wenn ihr in diesem Bereich seid, einfach gerne mal in die Kommentare euren Rang schreiben. Plus euren Namen am besten. Entweder Rocket ID oder wenn ihr von der PS4 seid, ist auch meine Plattform. Könnt ihr einfach euren PSN-Namen schreiben. Okay, versuchen was. Okay, der Ball wurde weggeschlagen, sage ich mal. Okay, die fliegen erstmal ganz weit weg. Okay, wir haben ihn gerade noch so gesaved, den Ball. Ich weiß nicht, ob der Reingang wäre, aber es war knapp. Okay, jetzt vielleicht das Tor. Boah, so knapp. Das war natürlich Unlucky. Das ist wirklich ein Tor. Okay, es wird aber keins. Wobei jetzt vielleicht. Okay, ne, da kommen die zwei. Oh. Hier kann richtig viel den direkt anwenden. Sonst gibt es hier gleich ein Tor und dann hätten wir sowas gehabt. Also die Fernseher natürlich ganz so funktioniert. Kann er den irgendwie ablegen? Okay, ne, er geht natürlich direkt aufs Tor. Er weiß es ja auch nicht. Okay, er riskiert es einfach mal. Wir werden es hier über die Bande reingefahren. Dann würde ich sagen, oh, das war wirklich stark vom Gegner. Also muss man ehrlich sagen. Ah, steht da einfach perfekt im Tor. Schlagen, aber wir haben keinen Boost. Und werden noch weggebumpt. Oh. Okay, ist es 3-1. Allerdings sieht es für uns auf jeden Fall nicht schlecht aus in der Runde. Leider den Boost nicht bekommen. Und dann wollen wir noch weg. Ja, ich sag mal. Sagen wir gehen erstmal genau für solche Bälle aufs Tor. So also ins Tor. Der will jetzt einmal noch nach. Jawohl, perfekt in die Mitte durch. Ich will mal schreiben, guter Pass, weil ich sehe da oben Vorlage von einem Teammate. Deswegen. Ja, so schlecht sind die Gegner nicht, aber da gab es auf jeden Fall bessere Gegner. Ja, ist halt das Item lag natürlich. Was gibt's halt natürlich? Ist natürlich ein Rumble einfach, das ist die Hauptsache. Und manchmal läuft es einfach, manchmal auch nicht.
Bin auf jeden Fall auch gespannt, ob wir das Ganze schaffen. Trifft ihn jetzt. Jetzt könnten wir theoretisch den Ball einfach nehmen und dann mit ihm schön ins Tor reinfliegen. Okay, wir werden erstmal hier hochge. Boah, das war wirklich irgendwie ein bisschen lucky. Ich habe das Auto irgendwie umgedreht. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Aber wir haben es irgendwie geschafft. Es war auch wirklich dieser Handschuh. Also der ist auch wirklich komplett nutzlos gegen so einen. Okay, da machen wir gar nichts. Okay, das war relativ unlucky, aber das Spiel ist zu Ende. 13. Ja, jetzt zu Ende das Spiel. Ja, GG auf jeden Fall. Wir haben zwei Runden gespielt in dieser ersten Folge und zwei gewonnen. Ist eine sehr, sehr gute Folge. Wie gesagt, falls ihr was öfters sehen wollt, einfach mal ein Like da lassen. Dann würde ich sagen, haut rein und ciao.